Moin, moin, Matrosinnen und Matrosen. Hier ist der Klabautermann von Klabautermann LP und der Tommy von Too Crazy Games. Der ist jetzt nicht in Sichtweite, aber er spielt mit mir zusammen Astromir. Da hinten seht ihr sein Icon. Da, wo das Icon ist, da ist der Tommy. Ja, huch. So, jetzt habe ich meine richtige Position gefunden. Und es kam sehr plötzlich dann an Moderation. Aber ist alles gut. Ich habe sehr professionell reagiert. Oh, perfekt. So. Muss ich mir bei Gelegenheit anschauen. Ja, das ist dann die Einladung dafür, dass du auch mal meine Folgen gucken kannst. Das machst du ja sonst nie. Du Egoist. Ja, nein, ich weiß ja, was wir gespielt haben. Ja, ich weiß auch, was wir gespielt haben. Nein, es war tatsächlich in der letzten Folge die Frage aufgekommen, wie wir uns organisieren können mit unvollständig abgebauten Ressourcen. So, wenn dann der Rucksack voll ist, aber da wären noch Ressourcen irgendwo im Boden. Richtig, die man noch abbauen könnte. Hat man da noch so Reste wie hier vielleicht? Das sieht doch so aus, als könnten da irgendwie noch Reste sich verstecken. Ja, da ist noch Harz. Also ich glaube, was ein Trick schon mal ist, ist, dass man ein bisschen mehr abbaut, als man eigentlich müsste, sodass dass die Spitzen aus dem Boden rausgucken. Weil ich bin jetzt hier gerade eben an einem Loch vorbeigerannt, was erstmal nur aussah wie ein Loch im Boden. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist ein bisschen klein. Die sind doch normalerweise, sind die doch größer. Und hab dann nochmal... Oh, war ja. Sturm. Mein Abbau... Oh, ja, da weiß ich nicht, wann ich das... Aber ich sehe ihn noch nicht. Doch, ich schaff's noch zurück. Ich höre ihn jetzt erst langsam. Ja, das S-Turnier wird im Februar als 1.0 released werden. Und wir spielen die finale Alpha-Version sozusagen. Ja, das ist wohl richtig. Der finale Release wurde eigentlich für Dezember angekündigt. Aber da hat sich wohl der ein oder andere Wartewurm noch eingeschlichen. Der Wartewurm? Der Wartewurm. Ach, der Wartewurm. Der Wart. Ja, ich habe mal gelesen, dass sie gesagt haben, sie wollen einfach noch 6 Wochen das nach hinten schieben, um Bugfixing und Performance-Geschichten noch zu lösen in der Zeit. Aber das ist was man als Entwickler ja immer gut sagen kann. Das ist richtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich vermute mal, warum sollten die halt auch lügen? Gerade die Indie-Entwickler sind ja auch immer sehr darauf bedacht. Ich möchte mal nur sagen, dass hier gerade Trümmer rumfliegen, ne? Ich bin in meinem Kapuff drin. Mir war das ein bisschen zu unheimlich. Und du weichst den Trümmern aus? Nee, ich bin, jetzt ist es vorbei. Ich bin in einem Loch drin, wo ich gerade Ressourcen abgebaut habe. Aber scheinbar habe ich es jetzt überstanden. Zumindest hoffe ich das. Bei mir windet es noch ziemlich stark. Aber ich sehe auch schon wieder den Horizont. Wo wollen wir stehen geblieben? Achso, genau. Also einerseits finde ich, warum sollten die lügen? Also, oder irgendwas erzählen? Ist ja doof. Naja, weil das halt besser klingt als, wir sind nicht fertig geworden und haben uns völlig verschätzt oder so. Ach, wobei ich das noch nicht mal sagen würde, dass das irgendwie in irgendeiner Form... Ich nenne es jetzt mal. Nee, glaube ich auch nicht. Aber also es ist ja oft so, dass Spiele sich verspäten und dass Spiele eigentlich viel früher angekündigt waren. Und ist halt auch oft so, dass das dann immer die Begründung ist, wir wollten da noch was für die Performance tun. Weil da kann im Prinzip keiner was gegen sagen. Wenn sie jetzt sagen würden, ja, wir haben alle Grafiken nochmal geändert, dann gäbe es Leute, die sagen, ach Mensch, hätte er das doch veröffentlicht und die Grafikänderungen als Update 1 dann gemacht. Ja, ich glaube, das ist aber genau das Problem, was die ganzen Leute halt, was das den ganzen Leuten so missfällt, weil das wurde ja zeitweise auch mit angekündigten AAA-Titeln ja gemacht. Viel zu früh veröffentlicht und dann haben sie erst Wochen später irgendwelche Updates nachgeschoben. Im Fall von No Man's Sky war es halt damals so, die haben das rausgehauen und hast erst mal 3 Monate nichts mehr gehört. Und ich habe halt,
Ich habe vor kurzem habe ich gelesen, dass das hier die Alternative zu als Alternative zu No Man's Sky sogar mal gehandelt wurde. Und mir ist von dem Entwicklern von The Long Dark der Satz in Erinnerung, dass sie sagten, ich hatte die ja mal interviewt und hatte nach der Community gefragt und was die denn so hilfreich ist oder wo sie vielleicht eher auch nerven. Und da sagten sie, das größte Learning für sie ist, dass es die Community nicht gibt, sondern es gibt wahrscheinlich dann Leute, die sagen, hey, gebt uns doch mit einer unfertigen Grafik, wir wollen es irgendwie spielen. Und die anderen, die sagen, nee, macht erst die Grafik heile, vorher will ich es gar nicht sehen, weil ich will es gleich schön sehen. Das ist korrekt, ne? Du kannst es, im Endeffekt kannst du es nie, ich denke, nie wirklich richtig. Kannst es erfolgreich falsch machen. Ja, wo man sagen muss, also es ist immer so machen, dass irgendjemand meckert. Ja, aber Fakt ist eins, und das muss man auch einfach mal so klipp und klar sagen, auch einfach mal so deutlich sagen, ich muss mal gerade einen Ton ein bisschen leiser machen, wegen dem Sturm. Früher bist du in den Laden gegangen, hast dir ein Spiel gekauft und du hattest ein fertiges Spiel. Das hat funktioniert, das war von vorn bis hinten durchgetestet von Spieletestern, und dann war das so. Und zu Zeiten des anfänglichen, erschwinglichen Internets war es dann auch so, dass es dann mal vorkam, dass noch irgendwie ein Patch rauskam. Oder mal ein zweiter Patch rauskam. Aber das war's. Und sowas gab es früher nicht. Da hast du ein Spiel gehabt und das hat funktioniert. Tommy? Ja? Du bist tot. Ich habe hier eins dieser Forschungsobjekte in der Hand. Oder es steht vor mir. Und es wabert ganz komisch. Oh Gott. Soll ich dir zu Hilfe eilen? Es stürmt aber gerade noch. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht an dem Sturm liegt. Das ist ein ganz komischer Grafik. Es wabert, als sei es ein Blatt im Wind. Ach so, das wie so ein Wackelpudding? Ja, genau. Ja, dann ist das wahrscheinlich genau das. Aber was ich gerade sagen wollte, du weißt, was ich meine. Ne? Du hast früher ein Spiel gekriegt und hattest ein Spiel. Ja. So, fertig. Punkt, aus, Ende. Und ich weiß noch, früher hast du so gut wie nie einen Bug gefunden. Und wenn du mal einen Bug gefunden hast, dann war der irgendwie bekannt. Mhm. Und dann war das halt cool, weil das Spiel hatte einen Bug. Ja, genau. Dann war das fast wie so ein Easter Egg schon. Ja, genau. Genau, genau. Und heute? Ich habe ihn gefunden, ich habe ihn ausgenutzt. Genau. Und manchmal konnte man sogar irgendwie ausnutzen. Ich weiß noch, Command & Conquer 1 in der DOS-Version von 1995. Da konntest du quasi über so einen kleinen Hack war es ja nicht, es war auch kein Cheat, es war wirklich halt so ein Bug, über diese kleine Minimap bauen. Und das ging eigentlich nie wirklich, aber so konntest du halt deine Basen so bauen, wie du halt wolltest und Bock drauf hattest. Und nicht mehr und nicht weniger. Und dann hast du dein Spiel fertig. Mhm. Und dann mussten die laufen, die Dinge. Und da gab es nichts mit zweimal die Woche waren halt wesentlich weniger komplex und wesentlich weniger aufwendig als die heutigen Titel. Und du hattest dann halt auch wesentlich weniger Möglichkeiten, als Community noch irgendwie Einfluss zu nehmen. Gut, das war damals ja da hättest eine Postkarte schreiben müssen oder Teilweise war das so, dass du damals sogar den Entwicklern und Publishern Postkarten und Briefe schreiben konntest. Und ich weiß noch, dass die Forschungsstation ist übrigens leer, du kannst direkt reinhauen. Mhm. Konntest du Postkarten schreiben und Briefe schreiben und die haben ja dann teilweise ab und zu mal auch so Feedback-Sachen halt auch gefragt. Ich weiß noch, in irgendeiner Computerzeitschrift war damals hin und wieder so ein ja, schreibt eine Postkarte, wie fandet ihr das? Da haben die schon geguckt, dass die sich das Feedback irgendwo holen. Mhm. Ich hab's leider nicht mehr so im Kopf, wer das war und wann das war und wie das war, wie es im Detail war. Aber daran kann ich mich halt noch erinnern. Ich weiß noch, dass es zu Zeiten meiner Eltern, als die jung waren, da gab es eine Zeitschrift, die heißt Twen. Das war so der Vorläufer der Bravo irgendwie. Und die war total verrufen, weil, oder ich weiß nicht, ob deswegen, aber es war so eine Geschichte, war halt, die ich da in einer alten Ausgabe mal gesehen habe, hier ist ein Fragebogen, füll den doch aus und geht so drum, was für ein Persönlichkeitstyp bist du? Und dann gucken wir, was der ideale Partner für dich ist, der den Fragebogen auch ausgefüllt hat, der am besten zu dir passt. Also quasi, wie heißen diese ganzen
Elite-Partner 1.0 sozusagen. Ja, ja. Vorhin in der Werbung gesehen, ja. Und, die Plattform das, für Leute ab 50. Ja. Genau. Und das, das Werbeargument damals war mit Computerauswertung. Das heißt, die haben dann tatsächlich sich Papierfragebögen schicken lassen von ihren Lesern, haben die manuell irgendwo eingegeben und haben die dann irgendwie auswerten und matchen lassen. Und das, wo ich dann abgedreht habe und dachte, das kann nicht wahr sein, war halt so die Nummer, ja, wir schicken dir dann die Adresse von dem Partner zu, der am besten zu dir passt. Und dem schicken wir deine Adresse. Oh, weia. Also so heute viel zu Sachen, so viel zu. Obwohl, ganz, ganz unmöglich würde ich gar nicht meinen. Ja, aber die Postadresse gibt doch heute keiner mehr raus, denn ich muss, also. Ja, natürlich, also mittlerweile ist es halt nicht mehr, aber rein datenrechtlich könnte man das wahrscheinlich auf irgendeinen Weg irgendwie hinbiegen, ja, dass es funktioniert. Aber es macht halt, es würde halt keiner mehr machen, ne? Ja. Es würde halt keiner mehr machen, Alter. Das ist, aber. Es ist wirklich so. Also das würde man auch keinem mehr empfehlen. Also gerade das war ein Magazin für junge Leute. Und man kann doch keinem Teenager, Twen, würde man doch heute empfehlen. Ja, ja, und dann kannst du da deine Postadresse angeben und dann schicken wir dem das zu. Alles easy. Das würde man heute keiner mehr sagen. Würde noch sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ein bisschen vorsichtiger hier. Ich habe Schrott gefunden. Kaputte Forschungskammer. Ich habe einen offenen Einsitzer gefunden. Aber einen offenen Einsitzer? Ja. Also ein Sitz halt. Ach so. Ein Rover-Sitz. So. Der bekannte Rover-Sitz. Der bekannte Rover-Sitz, richtig. So, ich habe jetzt gerade hier. Was ist das denn hier? Die Aluminiumproduktion weiter vorangetrieben. Also wir brauchen für den großen Rover 4000 Bytes. Ja, aber ich würde gerne erstmal den mittleren bauen, weil Warum? Ich mag ja auch mal irgendwas durch die Gegend fahren. Und da kann man dann halt einen Anhänger dran machen, dann kann man auch zu zweit durch die Gegend fahren. An den mittleren? Ja. Lass uns doch gleich den großen machen. Der ist dann auch nur 2000 Bytes entfernt. Wir haben ja schon über die Hälfte. Wenn du noch ein paar Forschungsprojektobjekte mitbringst, dann ist das ein Deal. Ja, ich tue mein Bestes. Oh. Oh. Mein Fahrzeug ist umgekippt. Wie war denn das mit Fahrzeugflippen? Aussteigen, neben dran stellen, X oder umdrehen. Sowas hab's herausgefunden. Ja. Gewonnene Bytes. Ist nicht mehr so viel, Klappi. Also wir haben es bald geschafft. 4000. 4000, das ist der Plan und dann haben wir es schon. Also ich habe hier noch ein Forschungsobjekt und das, was drin ist, bringt aber nur 500. Und da ist ein Teil ja schon von erforscht, das heißt, der hat vielleicht noch 200, 300. Aber wir sind schon bei 2330. Was soll ich machen? Du könntest doch zu den Bäumen mal fahren und gucken, ob da was nachgewachsen ist. Ja, das kann ich gleich machen. Ich habe nur gerade was entdeckt. Das will ich gerade noch holen. Oh, guck mal, ein Blümchen. Ein Blümchen, genau. Huch, was habe ich jetzt hier für eine Wurst gebaut? Ne, das ist nicht. Huch. Hallo? Halli, hallo. So, ich bin. Ne, ich habe mich nur gerade festgebackt. Ich muss. Ich mich auch. Ich muss nur mal gerade meinen Sauerstofftank irgendwie auffüllen. Und dann wollte ich eigentlich hier in dieses Wrack irgendwie rein, aber irgendwie habe ich es geschafft, da irgendwie nur eine Wurst hinzumachen, anstatt so eine Wulst. Und konntest du diesen offenen Einsitzer jetzt mitbringen? Nee, oder weil ich am anderen Ende der Map. Weil ich so weit weg bin ich gar nicht. Nur ich krieg's nicht so schön hin wie du, Klabbi. Was denn genau? Naja, so eine Brücke zu machen. Steuerung? Ja, ich weiß, wie es geht, aber irgendwie stelle ich gerade noch ein bisschen. Und du, ach so, ja, du stellst dich wahrscheinlich an, weil du den Trick nicht kennst. Der Trick ist, die Neigung von dem, wenn du den Fußboden anguckst, das sind ja lauter Dreiecke. Ja. Und die Neigung von dem Dreieck, auf dem du startest,
die Neigung hat das Ganze nachher. Ja. Und wenn du dann gedrückt hältst... Oh, Klabi, du musst herkommen. Was passiert? Bist du eingebrochen? Nein, ich habe noch ein mittelgroßes Lager gefunden. Ein mittelgroßes Lager? Ja. Und ich kann es ja hier nicht anders an den Buggy dran pappen. Warum nicht? Das geht nicht. Das ist echt doof irgendwie. Ja, es ist Absicht. Ist da wenigstens ein Forschungsobjekt drauf? Nee, leider nicht. Nee, da ich jetzt... da müssen wir hier nachher nochmal... Ich komm jetzt mal zurück. Ich hol's mal die... Ich kann dich auch gar nicht mitnehmen mit dem Ding, ne? Ja, genau. Dann müsste halt... Man müsste das Ding aufladen und müsste den zweiten Sitz müsste man hinten drauf montieren. Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, warte, ich komme jetzt erstmal zurück. Wobei der kleine Buggy, könnte ich mir vorstellen, wenn du so ein bisschen allein unterwegs bist, so also zum Forschen irgendwie, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es funktioniert. Das ist okay. Du meinst, ich soll noch einen bauen oder was? Nee, du kannst ja nichts transportieren, das stimmt schon. So, ich komme jetzt erstmal zurück. So, und dann forschen. Ja. Und dann laufen. Lass uns mal in die Dings. Man kann dir zugucken. Das sieht lustig aus. Lass uns mal in die Höhle laufen und die restlichen Forschungsobjekte holen. Da, die habe ich schon geholt, mein Herzl. Oh, ich wollte gerade helfen. Oh, sowas. So, aber wir können hier ein bisschen Strom draufpacken, Klabi, damit das ein bisschen schneller geht. Ja, hau rein. So, komm her, ich nehme dir mal den Strom weg. Oh. Wir waren doch hier, irgendwo konnte man doch auch noch in eine andere Höhle reinfahren. Ich merke das schon, den Buggy werden wir nie wiedersehen. Ja, brauchen wir doch auch nicht. Ah, da ist doch die Höhle, wir hatten deinen Eingang so verschandelt. Da braucht jemand wohl dringend... Sauerstoff? Nee, Gemisch. Und hat dann den kompletten Eingang geschändet. Ja, das klingt ganz nach mir. Ich frage mich gerade, das Arbeitslicht machen wir jetzt erstmal aus, weil das verbraucht nämlich Strom. Da müssen wir echt aufpassen irgendwie. So. Okay, es ist auch ein scheiß großes Vorkommen. Klabi, noch 1400 Byte, Klabi. Ja, ich gehe ja nach Dings suchen. Und dann können wir das groß. Und dann brauchen wir auch Gummi, um so ein Ding zu bauen. Gummi? Ich dachte, wie heißt das Zeug? Porzellan. Weil Porzellan hatte ich ja in meiner weisen, klugen Voraussicht schon hergestellt. Nee, tatsächlich. Na toll, jetzt ist ein Haufen Ressourcen, aber keine bösen Pflanzen mehr. Doch, da sind böse Pflanzen. Hatten wir hier nicht zwei Generatoren? Also ich habe einen ja an dem Auto dran. Ach so, du hast vorhin einen abgebaut, ne? Ah. Dann gucke ich mal, ob wir hier noch einen größeren Generator bauen können. Mittelgroßes Lager, Roversitz. So viel kann man gar nicht machen mit diesem kleinen Drucker, ne? Der macht irgendwie nur das Notwendige und dann ist vorbei. Naja, und man muss dann halt irgendwie wieder auch was dazulernen, was man machen können will. Ja, ich guck mal gerade, Forschungslabor, Schmelzofen, Fahrzeugbucht, große Plattform, Forschungskammer, Schmelzofen, Achso, den Rest muss er dann erforschen und dann kannst du die... Ah ja, okay, ja, verstanden. Ja. Sehr gut. Blöd, wenn man auf die Forschung warten muss. Ja. So, dann gehe ich jetzt mal, Alter. Gesundheit. Ein Nieserchen. Ein Nieserchen. Alter, komm klar. Kommt der denn her? Vor allen Dingen, was du...
was du heute für Geräusche von dir gibst. Man muss ja dazu sagen, bist ein bisschen kränklich geworden. Hast dich ein bisschen erkältet, ne? Ich bin ein bisschen kränklich, ja. Ja. Oh, der arme Klabbi. Ich crafte dir erstmal einen Tee. Jetzt hätte ich hier fast mich von so einem fiesen. Aber nur fast. Fiesen Gedöns hätte ich aber mich nur fast hier, Freunde. Nur anspritzen fast lassen. Bitte was? Von so einer Giftpflanze. Die hätte um ein Haar mich angespritzt. Ah. Die Sau. Ja. So. Ich vergesse auch immer wieder, dass ich Sauerstoff brauche. Ich weiß auch nicht, was das für ein Phänomen ist, aber irgendwie renne ich irgendwie los ohne Sinn und Verstand und dann ersticke ich. Ach so, das ist jetzt natürlich tatsächlich so, dass ja ich mit dem Buggy das nicht holen kann. Ja, sag ich doch. Das ist ja doof. Du hast null Transportmöglichkeit. Also musst du jetzt ja die restlichen Forschungsobjekte besorgen. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich suche ja schon. Wobei, da wo ich bin gerade, wenn du mich noch sehen solltest auf der Map, da ist eine Höhle, wo ich jetzt zwei Forschungsobjekte gefunden habe. Ja, warte mal, ich habe hier gerade was gefunden. Nur so kleinere Forschungsdinge. Aber immerhin. Also, immerhin. So. Ich suche ja auch noch einen Höhleneingang, aber ich finde irgendwie nichts hier. Ich renne jetzt einmal um den Teich. Also da, wo ich bin, da ist ein Höhleneingang. Ja, da, wo du bist, wo bist du denn? Alter, du bist übel weit weg. Da, wo du mich vielleicht auf der Map siehst, deswegen wohne ich das so. Du bist extrem weit weg. Ah, hier ist noch eine Höhle. Was ist das denn da unten? Stehst du gleich vor mir? Ah, nee, warte mal, das ist ja. Uiuiui. Uiuiui, hier geht's ja richtig runter. Warte mal, wie komme ich denn da jetzt runter? Am klügsten. Ich könnte da drüben. Also ich könnte jetzt hier quasi so eine Art Dingens bauen. Oder ich schummel mich hier irgendwie runter. Warte mal, hier gibt es irgendwie Gemisch. Einmal runterschummeln. So. Also diese Höhle oder das Höhlensystem hier ist ziemlich ergiebig. Aber ich komme jetzt trotzdem erstmal mit dem Forschungsobjekt zu. Oh, ich habe 60 Bytes gewonnen. Und nochmal 51. Einfach nur durch Ernten von so einem unterirdischen Ding. Je weiter die drinstehen, desto wertvoller werden die wahrscheinlich auch. Das kann sein. Dann ernte ich die hier doch auch mal ab. Oh weia, hier geht's richtig, richtig tief runter. Stürmchen. Na, dann bleibe ich noch ein bisschen. Guck mich hier noch ein bisschen um. Ja. Also hier geht es definitiv sehr, sehr weit runter. Und ehrlich gesagt traue ich mich auch gar nicht, da jetzt so ganz alleine irgendwie runter zu gehen. Ich habe hier noch ein Forschungsobjekt gefunden. Also wenn du nicht noch andere Forschungsobjekte gefunden hast, dann lohnt es sich, glaube ich, wirklich, wenn du dahin kommst, wo ich gerade bin,
Weil ich habe jetzt Viere. Oh ja, ich glaube, dann komme ich nach dem Sturm zu dir gelaufen. Dann wird es aber eine etwas überlängere Folge. Aber ich glaube, da können wir auch mal einmal eine Ausnahme machen, oder? Jo. Kurz. Ah, bei mir ist gar kein Sturm mehr. Ja, scheinbar ist der auch vorbeigezogen. Wo rennst denn du überhaupt rum? Uiuiui, bist du weit weg. Der Klabi, der ist sehr weit weg. Hier ist noch was zum... Ich guck mal gerade. Oh, wir haben 4000 Bytes. Ich mach mal den großen Rover. So, ist erforscht. Großes Lager, extra große Plattform, Kran, großer Rover-Sitz. Also da haben wir jetzt, da haben wir jetzt aber... Aber gut. Jetzt, wie stelle ich eigentlich Gummi her? Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr mir vorstellen, aus irgendwas Organischem oder sowas? Das hätten wir vielleicht noch klären sollen, bevor wir den großen Rover machen. Ja, komm, das ist so kompliziert kann es ja nicht sein. Vielleicht müssen wir einfach einen Kautschuk anbauen oder so. Probier mal, ob man organisch brennen kann. Im Brennofen. Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich sofort. Moment, ich habe hier noch Harz gefunden. Das nehme ich direkt nochmal mit. Weil wir Harz noch ein bisschen öfter brauchen werden. Und ich könnte mir jetzt hier vorstellen... dass das dann auch es gewesen ist. So. Und jetzt sind meine Dings irgendwie leer. Kann ja wohl nicht sein. Wer ist leer? Meine Verbindungen sind leer. Deswegen werde ich gerade mal Verlängerungen. Nee, Blödsinn. Kleiner Drucker, Verbindungspaket. Paling, paling. So. Okay, hiermit kann man wirklich nichts mitnehmen. So. Was wollte ich jetzt im Lager machen? Ich hab heute ein Gedächtnis wie ein Sieb, ich weiß auch nicht. Du wolltest entweder einen Rover bauen oder. Ach so, ich wollte was Organisches brennen. Was Organisches ist ein Brenner, genau. Haben wir noch ein organisches Dingens hier? Ja, eins haben wir noch. Nee, Blödsinn, das ist ein Gemisch, da muss ich gerade noch. Ach nee, einmal haben wir noch was in der Forschungsstation? Oh, Mann. Nee, der ist frei. Also die Forschungsstation ist frei. Und ich packe jetzt mal hier das Ganze. Aber wir haben kein Lager mehr frei. Das gibt's ja nicht. So, pass mal auf, dann packe ich jetzt mal. Kann ich das hier? Okay, was baut ihr mir jetzt hier? Ich bin gespannt. Also das Gemisch verbrennt er gerade. Das Gemisch verbrennt er. Ah, das könnte wirklich Gummi geben. Nee, Kohlenstoff. Kohlenstoff. Okay. Aber du brauchst ja Gummi. Ja, ich weiß. Kann man Kohlenstoff nochmal verbrennen? Sieht irgendwie nicht so aus. Ach so, nee, nicht Gemisch verbrennen. Organisch verbrennen. Hab ich doch. Jetzt bin ich okay, verbrannt. Dann verbrenn mal Harz. Das könnte doch sowas Gummiartiges sein. Wir brauchen ein Lager. Wir müssen noch ein Lager bauen. Harz. Ich pack mal Harz rein. Pass mal auf. Ich bin gerade ein bisschen verbeilt. Nee, das macht er gar nicht. Oder muss ich die noch extra anschalten? Nee.
Der ist ja an, automatisch. Ja. Oder muss ich, oder müssen wir was erforschen? Noch extra. Warte mal, das ist ein großer Shuttle-Sitz. Große Frage. Plattform, das Verbindungen. Das ist schmelzbar, das ist. Windturbine. Energiezellen, kleine Batterien, Breit- und Hämmer-Boost-Modus, Geländeanalysator, Dynamit, Feuerwerk, kleiner Drucker, mittelgroßer Generator, mittelgroßes und mittelgroßes Lager, mittelgroße Plattform B, mittlerer Schredder, Landungskapsel, Verteiler, Bohrkopf. Ach, es gibt, glaube ich, irgend so ein komisches Chemiegedönszentrum. Shuttle-Sitz. Ich klicke gerade mal alles durch. Shuttle-Sitz. Eine Winde. Hydrazinschubdüse. Ne, das ist was anderes, ne? Bohrkopf. Was haben wir hier? Eine Forschungskammer, Schmelzofen, Handelsplattform, großer Schredder, Fahrzeugbucht. Ich wäre für Chemielabor. Ja, jetzt habe ich es auch. 1000... Haben wir gleich. Fehlen uns noch 250. Tommy? Hm? Wollen wir nicht lieber erst den mittleren Rover bauen, weil wir damit flexibler sind, Ressourcen zu besorgen? Sehr gerne, aber ich glaube, das machen wir dann doch erst nächste Folge, oder? Ja. Ja, dann würde ich sagen, liebe Freunde, bis hierhin ist nicht weiter. War ja doch jetzt recht erfolgreich und so mit dem Stand, den wir jetzt haben, haben wir doch für die bis jetzt 4 Folgen, ne? Sind wir doch gut vorangekommen, würde ich sagen. Jo. So. Klabi, wo rennst du hin? Ich würde... Weg ist er. Tschüss. Mach's gut. Schöne Grüße an die Oma. Ja, schöne Grüße an alle, die du barfuß triffst. Und schöne Grüße an alle, die zugucken und die uns ihr Abo und ihr Like und ihr... ihre Glocke, meine ich, natürlich da lassen. Also, ihre Glocke klingt jetzt auch irgendwie doof. Die Glocke, mit der sie erkennen, wann es hier wieder einen Stream gibt. Nein, keinen Stream. Wann es wieder ein Video gibt. Jetzt habe ich's. Okay. Und beim nächsten Mal craften wir uns Schlagfertigkeit. Genau, mindestens. Freunde, lasst ein Däumchen da und ein Abo und überhaupt und bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter hier bei Two Crazy Games und bei Klabautermann LLP mit Astron hier. So, jetzt bin ich aber auch durch. Gute Nacht und bis bald. Bis noch. Ciao. Macht's gut. Tschüss.